So, grüßt euch. Rob's wieder mal mit der schönen kleinen Bergtour. Heute geht's aufs Ettaler Mandel, über den Schartenkopf, Laber und dann rüber. So, schauen wir mal, wie es wird. Heute soll richtig heiß werden. Ich hoffe, dass wir schön im Wald erstmal sind. Schön bergauf, also nichts Besonderes, aber auch jetzt nichts super Steiles. Ja, machen wir mal weiter. Da glaube ich, geht's hoch. Ja. Schon ganz schöne Aussicht hier. So, da geht's jetzt weiter rauf. Und da geht's hoffentlich wieder in den Wald rein. Jetzt geht es da rauf. Die laufen, da oben ist die Bahnstation. Das Schild sagt eine Dreiviertelstunde bis zum Schartenkopf und dann noch eine Stunde rüber bis zum Laber. Also alles im Bereich des Möglichen. Ja, da war so eine graue, die du magst. Steht er da mitten auf dem Weg? Dran vorbeischieben. Da oben gleich noch mehr. So, jetzt kommt hier so ein Stück, hier queren wir jetzt hier so den Berg. Und es geht ein bisschen bergab und das mache ich hier beim Bergsteigen gar nicht. Aber das heißt ja, das musst du alles wieder hoch. Also, naja, jetzt geht es hier auf alle Fälle gerade so ein Stück rüber. Ich glaube, da hinten geht es dann eh schon wieder hoch. Ja, lassen wir uns überraschen. Auf.
Aha, hier wird gestartet anscheinend. Oh, jetzt geht es hier irgendwie so die ganze Zeit Gradweg mit hoch und runter. Gut, gerade eben waren wir mal ganz kurz weg vom Grat, aber ansonsten ist es ein Gradweg vom Schartenkopf zum Laber rüber. Und ja, hier gehen wir jetzt, sind wir gleich da, so wie es ausschaut, müssten wir gleich an der Bahn sein. Ja, da sehe ich schon die Kabel. Coolio! Yay. So, wir haben jetzt kurz vor 3:30 am Fluse fährt die letzte Talfahrt. Bis zu dem Ettaler Mandel ist jetzt noch 3/4 Stunde ungefähr. Schauen wir mal, ob wir das alles schaffen oder ob wir dann wieder umdrehen müssen. Naja, lassen wir uns mal überraschen. Das weiß ich jetzt gar nicht. Ja, schon krass, immer wieder echt. Scheiße, echt. Wo geht's jetzt da lang? Da steht nichts auf dem Ding. Also eigentlich habe ich ja gedacht, dass man da so ein bisschen oben irgendwie entlang geht und dann einfach aufs Mandel geht und fertig. Aber wir gehen jetzt hier schon seit 20 Minuten oder so nur bergab. Ich frage mich, was das sein soll. Wir wollen doch auf den Berg, nicht runter. Also das mit der Bahn, ich glaube, das können wir uns eh abschminken. Naja. Yay, es ist schon mal in Sicht. Es sind noch 2 Kurven oder so. Dann schauen wir mal. Dürfen wir da oben sein. Alter, ich bin fix und fertig langsam. Yes. Wollen wir mal schauen, wo hier der Einstieg ist von dem Ganzen. Sollte ja eigentlich ausgeschildert sein. Na, vom Ersten Weltkrieg, ja? Da vorne ist das Schild und da geht der Klettersteig. Hier geht er hoch. Da ist der Einstieg. Jawohl. Gut, wir sind jetzt in voller Montur. Kletterding, alles dabei. Und ja, jetzt schauen wir mal, wie es ist. Sieht eigentlich ziemlich einfach aus. Schauen, ob wir da überhaupt was brauchen. Aber Safety first, ne? Na gut, dann sehen wir uns auf dem Weg. Gut, die Hälfte, was heißt die Hälfte? Ein Stückerl haben wir jetzt halt schon geschafft. So, was man von da unten gesehen hat. Bis jetzt brauchen wir eigentlich noch keinen Gurt. Das ist alles eigentlich ein bisschen einfaches Klettern hier. Ja, von dem her. Na, auf geht's. Wow. Aber schon auch irgendwie lustig. Ah, jetzt wird er langsam ein bisschen steiler. Aber super geil irgendwie. Hey. So für den Anfang da drüben. Kann man schön schauen. Das sind die Berge, wo ich die letzte Tour gemacht habe. Da hinten der Fricken. Bischof. Genau. Ja, weiter nach oben.
der einen Hand zu halten, das ist echt scheiße. Ich glaube, ich stecke euch weg und dann sehen wir uns oben wieder. Da unten soll ein See sein. Und es hat echt fett gepisst, 250 Liter in 2 Tagen und ist nichts drin. Also das ist schon komisch irgendwie. Yay, oben. Gipfelkreuz. Jubiläe. Oh, und jetzt wollte ich mich gerade verewigen, hier im Buch. Und kein Stift da. Also, Paula und Ursula, falls ihr den Stift mitgenommen habt, bitte wieder zurückbringen. So, da oben, da waren wir jetzt gerade, jetzt haben wir uns noch mit dem Pärchen unterhalten, ganz nett gewesen. Ja, und jetzt gehen wir hier runter und dann da hinten anscheinend rum, dass wir wieder zum Parkplatz kommen, ne? Aber es geht Gott sei Dank nur noch bergab. Ich würde sagen, wenn es irgendwas Tolles gibt, dann zeige ich euch das nochmal, ansonsten sehen wir uns dann unten. Und wie gesagt, das sollte ja eigentlich ein See sein. Aber ist nicht. So, auf geht's, dann geht's weiter lang. Ich hoffe mal, dass da an der Hütte noch irgendwie Wasser zum Abgreifen gibt oder irgendwas, weil wir nichts mehr haben. Aber wir denken, glaube ich, nicht, weil es eigentlich schon zu spät ist. Aber die Hoffnung stirbt zuletzt. Da oben waren wir guckt gerade eben noch. Ja, ist also echt eine schöne Tour gewesen. Auch der Klettersteig ist echt nett. Auch wenn er jetzt nicht schwer ist, aber so vom Anfang ist echt gut. Ach ja, Grüße raus an Roland. Der war ja vor ein paar Wochen hier. Deswegen bin ich auf die Idee gekommen, hier überhaupt hinzufahren. Ja, peace out an dich.